So, dann wollen wir uns mal diesen Schlechter annehmen. Ich glaube nicht, dass wir den irgendwie locken können. Würde mich sehr überraschen. The most dangerous of the devouring king's brood. In some circles of the Nicastro cult, deep slayers are worshipped like demigods. Das war mir schon klar. Vielleicht kann ich ihn doch locken. Passt so aus. Ja, dann komm auch. Oder geh da hinten hin. Ja, hätte ich eigentlich auch nichts dagegen. Okay. Wir machen erst da drauf, dann da drauf. Hey, ich hab Doppelschuss gemacht, danke. Das Ding geht gar nicht an. Okay. Run for the hills, boys! Genau so ein heiß Vogel, der wo das macht. Du kommst da nicht ran. Dann kriegt der erstmal einen fetten. Oder? Ah, nee. Dann kriegt der erstmal einen fetten. Okay, das Ding hier geht nicht an. Aber es geht bestimmt auch gleich an. Mache ich mir eigentlich keine Gedanken drum. Weil das ist nicht umsonst da. Aber ich habe halt die Hoffnung, dass ich den vielleicht mit einem Schlag wegkriege. Komm schon. You stay away from me. Jawohl. Nein, der steht wieder auf. Ja, es ist... Ah, Mist, der steht wieder auf. Aber den müssen wir trotzdem wegkriegen. He's dead. Thank God. Oh shit. Oh shit. Natürlich musst du, Idiot, jetzt in dem Moment nachladen. Wir holen den erstmal weg, dass der keine Verstärkung ruft. Dann gehen wir hier hin. Alle demoralisiert. Now you know your place. A damn good shot. Ah, bist du das? Okay. Habe ich dich ja doch gefunden. Okay, Celeste. Ich würde sagen. Your mind is mine to command. Gehen auf ihn. Mars is bright tonight. Sehr gut. Jawohl, getötet sogar. Perfekt.
der ist auch weg. Sehr schön. Wenn der sich unbewegt, ist er auch weg. No. Ist auch weg. Ja, er hat sich gerade selber. Und er ist noch mein Verbündeter. Das ist sehr gut. Ja, könnten wir tun. Könnten aber auch erstmal hier hingehen. It seems you live to die another day. Was? Ach, kommt schon. Okay, jetzt ist er. Und das? Ich glaube, jetzt ist das Bündnis rum, ne? Ja. Ja. Wenn du den dann angreifst, ist dann das Bündnis rum. Okay. Light him up! Der ist außer. Der macht keinen Stress mehr. Der. Strike true for those den will ich who cannot. Weghaben. Moment, der jetzt. Aber das war gemein, dass sie das nicht angezeigt haben, dass da was kommt. Ah, ja, jetzt kommen die da natürlich direkt. Ah, das ist jetzt nicht gut. Ah, keine Munition. Ja. Okay. Sie nach hier. Oh, kostet nur 1 AP. Sehr gut, dann kann sie wenigstens noch hier hin. Und sie hier hin. More guards incoming! Ah, nee, der hässliche. Okay, aber wir haben jetzt volle Munition. Das heißt, du kriegst erstmal einen drauf. Easy when you know what you're doing. It's all in the wrist. You really want to impress me? Do that again. Hm, wir haben doch diese Fähigkeit hier. How do you like the taste of lead? To go and make things unpleasant. Ja, die macht das hier allein. You see how easily they fall when you trust in your training. Follow me. Sehr schön. Gut, dann lass uns mal gucken, was es hier noch gibt. Hier rein. Oh. Hier rein. Oha.
War es wohl noch nicht, ne? Nikostra's ancestors. Each looks worse than the last. Alle der Ahnen. Nikostra ist das hier eigentlich, ne? Ja. Ja, alles die Kaste. Warum man dann hier nicht die Gefahr runterträgt, wenn man hier was macht? Keine Ahnung. Ja. What do we have here? Das wollte ich nicht. Mal gucken, ob hier was versteckt ist. Nö. Aber hier ist noch irgendwas, was wir sehen können. Von hier? Ja, alles die Kaste. Erstmal gucken, ob hier noch was ist. Hier blinkt doch was. Ja. Auch nichts. Should be of interest to Locke. Oh, wir haben eine Info gekriegt. Das ist auch etwas. Time to see if our Stooley's ready to sing about that nectar. Okay, das war's. Ich guck mal, wie schnell das gegangen ist. Dann schneide ich es vielleicht doch in ein paar zusammen. Mal gucken. Ich habe jetzt da ein Riesengebiet erwartet, aber dass es halt echt nur der ist. Hatte ich jetzt so nicht auf dem Schirm. Oh. Kartenenthüllung. Also ich weiß nicht, also ich habe Karten ist jetzt nicht so der Hammer. Halt Fähigkeiten. Halt ausgewählte Teammitglieder um 80 LP einmal pro Mission nutzbar. Fernkampffähigkeit, zieh genau auf mittlere Reichweite, verursacht 75% mehr Schaden gegen Gegner mit Markierung. Da müsste ich mal gucken, ob ich da irgendwas ändern möchte. 10% Trefferchance, nö, möchte ich nicht ändern. Verursacht der Agent einen Crit, möchte ich auch nicht ändern. Eigentlich finde ich das auch nicht so schlecht, aber mit dem Fernkampf. Ja, aber muss halt markiert sein, ne? Wenn der Gegner markiert ist. Müsste das eigentlich ein anderer machen. Waffenfähigkeit. Der ausgewählte Verbündete erleidet 2 Runden lang 30% weniger Schaden ab in Zeit 4. Das ist dieses Schild. Das hat sie, ne? Ja. Das könnte man eigentlich holen. Die Abklingzeit geht halt leider nicht runter, aber hey. Das kann man echt mal im Notfall einsetzen. Wenn es echt ein harter Fahrt kommt, kann das nicht schaden. Ja, ich krieg aber von diesem KE und WO gar nichts, ne? Null. Wahnsinn. Well, well. Tiefensee schlechter, das heißt auch, okay. Abgeschlossen. Oh, heißt jetzt das Finale? Zorana Nicastro, poet, duelist and bloody-handed zealot, with a swarm of horrors at her command. The source of her power, a mysterious elixir called Abyssal Nectar. She makes it at the Pump House, a secluded distillery on the Baltic. And in our hands, it will be the key to her undoing. Also wird das unser Gegner? Ich weiß es nicht. Könnte sein, weil sie halt am stärksten sind. We'll put this to use. Info. Ja, mittlerweile ist Info jetzt wieder richtig reichlich vorhanden, aber
Das andere, ich krieg's einfach nicht. Bedrohung minus 1 angeblich, aber es geht hoch. Ja. Welcome back. Your mission was successful. Several hours ago, our Nicastro informant started speaking and has hardly stopped since. Yeesh. Guess that Deep Slayer really was binding his tongue. He told me everything. Everything we need to know to retrieve the Abyssal Nectar. So? Where is it? A distillery on the coast of the Baltic Sea. He calls it the Pump House. The nectar is made there, and special tools are required to, in our new friend's words, extract it. The extraction tools are kept on a tramp steamer, docked at the Pump House. You'll need to board the ship before entering the facility. Find the boat. Get the tools. Anything else? One more thing. Our new friend tells me that Lady Nicastro has been fortifying the Pump House and its surrounding docks. You might disable those extra defenses if you wish, or you could simply spring the heist. I leave it to you to decide. Ne, aber wir kriegen jetzt eine Mission von Nicastro, wo wir jetzt wohl was machen können. Okay. Good evening, madam. Has the undrawn hand revealed any of its secrets to you? You did agree to share your findings in exchange for access to the cards. Fine. Here's a little bone for you. You said these cards change fate. True enough in a poetic, incorrect sort of way, but not to one who speaks the language of destiny. But the card's effects are undeniable. Undeniably so. But how should we understand this variable? As a butterfly whose wings smudge wet ink? No, no. The ink is the butterfly. In this instance. Could you say more? No, not yet. Ask me again later. Very well. Thank you, madam. Okay. Ja, wir können aber eigentlich nicht viel machen, weil... So, jetzt gucken wir erstmal. Das ist wohl die Mission. Die Frage ist, kriege ich das auch jetzt wirklich runter? Guck mal, ist das diese Haupt? Ja. Was wird das bedeuten? Infiltriert das Geheime Puppenhaus, bla bla bla, wenn wir den Kasten umbringen, den Hohenal. Würde das dann bedeuten? Aber trotzdem steigt es weiter. Dies ist eine entscheidende Mission. Ja, das sehe ich auch, bin ja nicht blöd. Aber warum steigt dann trotzdem die Gefahr weiter? Macht ja eigentlich keinen Sinn, ne? Eigentlich, wenn man es mal holt. Ich kann ihn auf jeden Fall schon mal reinsetzen. Das Leave macht ja nichts. Nothing to chance. Das gleiche hier. Ne, hier. Get in, get the job done. Get out. Nein. Es gibt keine Mission, wo du das runterkriegst. Ja, das, aber das bringt mir ja gar nichts. Ich muss ja da so oder so hin. Ja, dann müssen wir es machen. Vielleicht kriegen... Was hat denn das wirklich zur Folge? Ja, wollen wir mal gucken, ob das geht. Ich weiß nicht, was sich das Spiel da gedacht hat. Frage ich mich immer wieder die ganze Zeit. Du siehst, es gibt nichts, womit du es runterkriegst. Krass. Okay, die haben wir voll. Bei ihnen kann ich nichts machen. Was kriege ich denn dafür? Ich glaube 14, oder? Den muss ich nicht sparen, ja, ja.
Okay, gucken wir mal. Also erstmal, ihm fehlt das eine noch. Ja, dann kann ich jetzt sie machen, weil sie hole ich ja mit. Die Frage, was machen wir? Wir haben 17. Wenn sie einen tötet. Naja, sie tötet weniger einen, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Sie ist eher weniger, wo angreift. Er hält sie plus 1 AP. Also wir mit einer Fähigkeit. Ah, Fähigkeit oder. Mit einer Fähigkeit oder einem Verbrauchsgegenstand Teammitglieder halt. Ja, wir machen erstmal das rein. Was hätten wir denn hier? Wir können nur E1 jetzt von den drei Mann. Das können wir machen mit der Abklingzeit, ja. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ja. Mehr können wir da nicht machen. Warms the heart to help you. Hier können wir you nichts need machen. Something special from me? What'll it be? Ja, ohne das Zeug kannst du halt einfach nichts machen. Verbrauchsgegenstände, ja, sollte sie auch was mitnehmen. Aber dann kaufen wir ihr eine Donnerbombe 2, ja. So. Was hat sie denn an Rüstung? Talisman 1 reicht. Hm. 90 LP plus 4 Stress. Ja, was ist besser? 90 LP? Oder eigentlich doch schon das, ne? Ja, würde ich dann schon auf das gehen. Hier. Da hat sie Granatenfähigkeiten erstatten, 1 AP. Hm. Zubehör, Selbstbach passiv. Granatenfähigkeiten erstatten. Hä? Ach so. Moment, da war ich jetzt echt komplett weit. So, Zubehör, Buff passiv. Der Agent erhält plus 1 AP, wenn er einen Buff oder Debuff Verbrauchsobjekt einsetzt. Hm. Selbstbuff. Ja. Wäre so eine Überlegenheit, wenn der Verbrauchsgegenstand einsetzt. Die hat jetzt Zubehör. Na, dann mache ich mal das rein. Gefällt mir alles nicht. Dann gucken wir uns kurz die Karten an. Ich glaube, da kann ich aber auch nicht viel machen, oder? Benommenheit. Was würde das denn bedeuten? 20%? Eine Überlegung. Kann ich mir nicht leisten. So. Was wäre dann hier die nächste Phase? Ach so. Und hier? Hier Stress ab. Ah, Moment, das habe ich doch schon gehabt. Bei ihr. 3. Hm, 5%. Abklingzeit geht auf 4, gehe ich mal von aus. Ja.
ist jetzt nicht alles, was mich... Das Einzige, was vielleicht... Nee, auch nicht. War das bei ihr? Hier sind 10% und hier wären 20. Das würde ich doch sagen, das könnte man sogar machen, ja. Wie wären die das nächste? Nö, das ist eigentlich ganz gut. Das kann man so lassen. Okay, Leute, dann würde ich sagen, war es das von dem Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Dann geht's hier weiter. Und dann werden wir... Ja, ich denke, wir gehen direkt da rein. Ich muss da rein. Und ich hoffe... Wenn ich die Alte kille... Wo ist sie? Die überwacht das doch, hat's gehießen. Ja, wenn ich sie kille, müsste ich ja dann irgendeinen Bonus kriegen. Und dass das dann irgendwie weiter runter geht. Ja, warum wir jetzt nicht zum Turm kommen? Ich weiß nicht, vielleicht hat das auch schon was mit dem Turm zu tun. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann geht's weiter. Bis dann.